So, jetzt sind es durch, die 3,5 Monate Australien. Meine Zeit hier ist vorbei. Heute geht es retour in die Schweiz, in die kalte Schweiz. Darum nehme ich jetzt noch mal die letzten Eindrücke mit hier in Sydney, wo ich die letzten Tage noch war. Hier natürlich das Opernhaus, die Harbour Bridge im Hintergrund. Wunderschönes Plätzchen von Australien. Allgemein ein mega schönes Land gewesen, um einen Sprachaufenthalt zu machen für mich. Ich habe es mega genossen. Ich habe ja gestartet im September mit 10 Wochen Sprachaufenthalt in Byron Bay. Mega schönes Örtchen, ich habe eine super Gastfamilie verwünscht. Ich glaube, Linguissa hat da genau gewusst, welche, dass sie mich auch tun wollen, dass ich gute Zeit habe. Ich habe mit denen extrem viel Englisch geredet. Ich habe das Gefühl, mein Englisch hat sich extrem verbessert in dieser Zeit. Ich habe aber auch eine gute Schule gehabt, lustige Lehrer, gute Lehrer. Und auch gute Möglichkeiten, zum Aktivitäten zu unternehmen, unter der Woche oder am Wochenende. Die einen sind gratis, die anderen kosteten, aber ich habe das Kängurus gesehen, ich konnte in den Nationalpark gehen, verschiedene Wasserfälle anschauen, einfach verschiedene Orte in der näheren Umgebung von Byron Bay habe ich alles gesehen in diesen 10 Wochen. Und auch viele Leute kennengelernt. Es war sehr multikulturell, Leute von der ganzen Welt waren in der Sprachschule. Und mit vielen werde ich sicher Kontakt auch noch behalten. Das heisst, wenn ich mal auf Japan gehe, dann weiss ich, bei wem ich mich melden werde. Wenn es mal auf Kolumbien geht, werde ich es auch wissen. Also wirklich von der ganzen Welt, alle vereint an einem Ort. Es war eine wahnsinnig schöne Zeit. Jetzt auch noch eine schöne Zeit am Schluss, wo ich natürlich noch ein paar Wochen zum Reisen genutzt habe, wenn ich schon mal in Australien bin. Das habe ich gemacht. Ich habe die Ostküste abgerasen mit einem Campervan. Und jetzt eben den Abschluss hier in Sydney gemacht. Und jetzt geht es jetzt abends zurück. Ich bin jetzt traurig, natürlich auch glücklich nach einer langen Zeit, wenn ich wieder heim kann. Aber auch jetzt traurig, weil die Sonne werde ich wahrscheinlich nicht mehr so oft so lang sehen. Und einen Haufen Freunde und einen Haufen Eindrücke, eben muss ich schlussendlich auch hier lassen. Aber die werde ich weitertragen in meinem Herzen. Darum schicke ich euch noch das letzte Mal liebe Grüße in die Schweiz. Bald sehen wir uns wieder. Habt's gut.